Abend, meine Damen und Herren, an diesem schönen Frühlingsabend hier in Salzburg, hier im Saal und an den Schirmen. Ich präsentiere Ihnen heute ein Forschungsthema für die Schmetterlingskinder. Das ist eine Kooperation zwischen der Universität Salzburg und der Klinik für Dermatologie an der BMU. Was ist das, was die Schmetterlingskinder haben? Wir wollen zuerst ein kleines Experiment machen an unserer eigenen Haut. Sie sehen, wie schön sie verschiebbar ist, allen Belastungen standhält. Wenn wir unsere Haut anschauen, näher, sehen wir, dass sie aus zwei Schichten aufgebaut ist, der Oberhaut und der Unterhaut, durch diese zwei Rollen gezeigt. Diese zwei Schichten sind durch Proteine verbunden und machen sie ganz geschmeidig. Bei den Schmetterlingskindern kommt es zu Veränderungen, und zwar in verschiedenen Proteinen, und das macht diese Krankheit so schwierig, weil es so verschiedene Formen gibt. Und wenn so ein Protein nicht vorhanden ist, hängt die Haut zwar noch zusammen, aber bei den geringsten Belastungen, die Sie aus den Anschlägen kennen, aus den Bildern, wirft die Haut Blasen, das ist auch die Blasenkrankheit, medizinisch Epidermolysis bullosa, EB, und ist sehr schwer zu behandeln. Und bis jetzt gibt es ganz wenig wirklich ausgereifte Therapien, aber einige Therapieansätze. Und was ich Ihnen heute präsentiere, ruht auf vielen Arbeit. Cian, begründet durch Primarius Hintner und jetzt fortgeführt durch Primarius Bauer am EB-Haus. Für einige dieser falschen Proteine haben wir schon Therapien, Transplantationen, Cremes oder die Genschere. Aber eine besonders schlimme Form von EB, die schon im Kleinkindalter auftritt, gibt es überhaupt keine Therapie. Und wir haben jetzt einen neuen Ansatz gefunden, und damit wir das gemeinsam ein bisschen forschen können, zeigt Ihnen mein Mitarbeiter, der Herr Magister Andreas Friedrich, einmal einen Korb, und da drinnen sind Äpfel. Und diese Äpfel gleichen kleinen molekularen Maschinen, und die heißen Ribosomen. Und die machen, auch während Sie hier sitzen, in unserem Körper die Proteine. Wie machen Sie denn das? Wenn Sie etwas herstellen wollen, brauchen Sie auch eine Anleitung. Es gibt eine Anleitung für das Protein, die wird durch dieses Ribosom gezogen. Es gibt ein Beginn und ein Stopp. Das Protein wird gemacht. Es kann in der Zelle zu dem Ort wandern, wo es gebraucht wird, eben zu unserer Haut, und es funktioniert. Was passiert aber nun, wenn ich eine falsche Bauanleitung, eine mutierte, eine kranke habe? Eine Zeit lang sozusagen, ja, geht es gut, aber unsere Bauanleitung hat ein verfrühtes Stopp. Es geht nicht weiter, es wird kein Protein gemacht. Und die Haut hat diese schrecklichen Missbildungen. Was tun wir jetzt? Wir haben in Modellsystemen einen Weg gefunden, das Ribosom zu verändern. Sie gestatten, wir machen das Ribosom, tun wir ein bisschen verändern und schau, die Bauanleitung geht gut, ich baue wieder ein Protein und das tue ich wieder hier dran. Wie gesagt, im Modellsystem. Die große Aufgabe besteht jetzt darin, kleine Moleküle, sogenannte Small Molecules, zu finden, die an das Ribosom binden und es so verändern, wie Sie es gesehen haben, wie ich abgebissen habe. Und da arbeiten wir mit einem großen Team dran. Es freut mich, dass der Andreas heute mit mir mitgekommen ist, aber auch Achim Strohmeier und die Jacke Teufel und die anderen sind hier im Publikum. Und das freut mich ganz besonders, dass so viele junge Menschen an diesem Projekt arbeiten. Denn ich muss sagen, wir verdanken die Forschungsförderung unseren Universitäten, aber auch den Eltern dieser Kinder, die DEBRA gegründet haben und mit ihren Forschungsgeldern unsere Forschung finanzieren. Und wir sind da natürlich besonders verpflichtet. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend, darf mich bei den Gastgebern und beim Bernhard bedanken und sage auf Wiedersehen.